Das Tierschutz aus Injan stellt wieder drei Katzen vor, die ein neues Zuhause suchen. Das hier ist Lilly. Sie ist eine wunderschöne zweijährige Findelkatze, die in Injan aufgefunden worden ist. Trotz intensiver Suche hat ihren ehemaligen Besitzer aber nicht ermittelt werden. Darum braucht die sensible Katzendame jetzt ein neues Zuhause. Lilly würde sich über ein ruhiges Zuhause bei Menschen, die viel Liebe können verschenken können, freuen. Super wäre es auch, wenn sie ihren Freilauf hätte. Das hier ist der knapp zweijährige Mephisto. Er ist ein aufgestellter junger Kater und ist noch sehr verspielt. Er kann gut zu anderen Katzen platziert werden, braucht aber unbedingt Freilauf. Schön wäre es auch, wenn der Mephisto zu Leuten käme, die Katzen verstehen und die keine Kinder haben. Und dann wäre hier noch die einjährige Babsi. Auch Babsi ist als Findelkatze im Tierheim abgegeben worden. Sie hat das letzte Jahr ganz allein draussen ihren ersten Wurf großgezogen. Der ist mittlerweile schon platziert worden. Babsi ist eine typische Schildpatte. Sie ist weiblich, selbstständig, eigenwillig, manchmal auch ein bisschen zickig, aber meistens der reinste Sonnenschein. Für Babsi wird ein neues Zuhause bei Katzenversteher gesucht, gerne auch bei anderen Katzen und vor allem aber mit Auslauf. Hat Ihnen eine von diesen Katzen angetan, dann melden Sie sich doch beim Tierschutzhaus. Dort helfen wir Ihnen sehr gerne weiter.